Die beiden, die nach Norden gereist sind. Carlos Mercado aus Kolumbien, der Herausforderer. 24 Mal hat er gewonnen, zweimal verloren, einmal unentschieden. Wog 51,9 Kilo beim offiziellen Wiegen. Und das ist der Weltmeister, der Titelverteidiger Julio César Borboa aus Guaymas, Sonora in Mexiko. Weltmeister seit Januar 93, als er Roberto Quiroga entthronte durch einen technischen Knockout-Sieg in der 12. Runde. 19 Mal hat er gewonnen, 4 Mal verloren. Er ist 24 Jahre alt. Daheim in Guaymas sitzt seine Frau Laura mit 4 Kindern. Er braucht Geld. Und er wird hier oben so etwa 30.000 Dollar bekommen. Mit 1,63 Meter ist Borboa 2 Zentimeter kleiner als der Kolumbianer. In der weißen Hose mit dem blauen Streifen, das ist der Weltmeister, der Titelverteidiger. Und in der schwarzen Hose links jetzt, auch etwas dunkelhäutiger, Carlos Mercado, der Herausforderer aus Sincelejo in Kolumbien. Dieser Borboa hat mit 15 Jahren angefangen zu boxen, hat als Amateur 46 Mal gewonnen, 3 Mal verloren, boxte dann zum ersten Male gegen Geld, das war 88 in Culiacán, in der Heimat von Julio César Chávez, dem anderen großen mexikanischen Weltmeister. Ja, und dann gewann dieser Borboa gegen den bis dahin unbesiegten Ghana-Boxer Alfred Kotai, brachte dem die erste Niederlage bei. Und wie gesagt, dann schlug er Roberto Quiroga, den Amerikaner, der offensichtlich den Mexikaner unterschätzt hatte. Spitzname von Borboa ist Navajo, weil irgendwie in der Ahnenreihe so ein Indianer mit dabei gewesen sein soll. Der Vater übrigens war Fischer am Golf von Kalifornien, ist es noch. Und er hat 8 Kinder, 3 Mädchen und 5 Jungen. Und einer dieser Burschen ist dieser Julio César Borboa links, jetzt in der weißen Hose. Der mit seiner Gage auch immer nicht nur seine eigene, sondern auch die Familie, die gesamte Familie, auch die Eltern mit unterstützt. Ein Boxer. Er kalkuliert genau, er rechnet. Und auch er verteilt seine Schläge geschickt. Wechselt zwischen Treffern oben, Treffern unten. Boxt ökonomisch, versucht nur dann zu schlagen, wenn er wirklich eine Treffermöglichkeit sieht. Auch er schlägt eine fantastische Linke. Die kamen eben 5-mal hintereinander. Erste Runde, das verspricht ein guter Kampf zu werden. Inzwischen sind die Sitztribüne natürlich fast voll besetzt. 2000 sind es jetzt, ein bisschen mehr vielleicht. Und das ist er, Borboa. Für ihn geht es immer um mehr. Für ihn ist Boxen ein richtiger, harter Beruf. Und er hat auch eine entsprechend gute Berufsauffassung, nimmt das sehr, sehr ernst. Die zweite Runde. Es gibt dann Versuche, auch in dieser Gewichtsklasse die Zahl der Weltmeister
bei der Vielzahl der Verbände etwas zu reduzieren, indem sich zwei Verbände einigen. Wir lassen mal unsere beiden Meister gegeneinander boxen und dann haben wir wenigstens einen für zwei Verbände. Das hier ist die Weltmeisterschaft der International Boxing Federation, IBF. Und versuche, Fühlungnahmen diesen Boboa gegen Sung Kil Moon aus Korea boxen zu lassen. Der ist Weltmeister WBC, World Boxing Council, oder gegen Onizuka Japan, WBA, World Boxing Association. Das hat nicht geklappt, denn alle wissen inzwischen, was für ein zäher Bursche dieser Boboa ist. Und da gehen sie ihm schon, dem Fighter, dem Boxer aus Guyama, Sonora, aus dem Wege. Deswegen muss er dann hier hochfahren, um wieder mal zu einem Titelkampf zu kommen und dabei ein bisschen mehr Geld als sonst zu verdienen. Noch einmal, wir sind hier im Raceway Park von Kalispell in Montana. Dahin sieht man die Asphaltpisten. Hier werden sonst Motor- und Autorennen ausgetragen, meist Go-Kart. Abajo, abajo, war eben der Rufschlag nach unten. Das galt Boboa. In seiner Ecke Francisco Espinosa. Und Javier Cabetillo. Das ist schon gutes Boxen, was die beiden hier zeigen. Keine Klopperei, da wird schon gedacht, und dieser Boboa trifft genauer, nicht nur öfter, er trifft genauer, präziser. Beide liegen ganz klar im Limit. 52,1 Kilo ist das Limit und Mercado wog 51,9 und der Titelverteidiger Boboa 51,1 beim offiziellen Wiegen. Also keine Schwierigkeiten für beide, dieses Gewicht zu bringen. Vorteile für Boboa. Jetzt am Ende der zweiten Runde. Er trifft präziser. In der Ecke, rechts drüben beim Weltmeister Francisco Espinosa, dann Javier Cabetillo, bei dem er im Brooklyn Gym in Los Angeles trainiert. Und bei Mercado Juan Herrera, der Trainer und auch der Manager ist dabei, Ivan Ferris. Er hatte auch schon einmal gegen Roberto Quiroga verloren, eben den Mann, als er Weltmeister war, den Boboa entthront hat. Zuversicht in der Ecke des Mexikaners. Und er ist gelassen, ruhig. Da kam er durch mit der Rechten, er trifft genauer. Er boxt systematischer. Die dritte Runde. Boboa in der weißen Hose gegen Mercado. Der Mexikaner gegen den Kolumbianer. Der Weltmeister gegen den Herausforderer. Julio, rufen jetzt auch schon hier die amerikanischen Zuschauer. Die Art und Weise, wie der Mexikaner kämpft, gefällt dir. Das ist gutes Boxen, aber nicht nur technische Feinheiten, sondern er kann auch kämpfen. Eine gute Mischung zwischen Techniker und Fighter. Ja, wieder kommt der Ruf, abajo, abajo, nach unten, da ist der Kolumbianer
Empfindlich. Zuerst die Schläge oben hin zum Kopf. Damit die Deckung hochgeht, dann wieder der linke Haken zum Körper. Noch einmal. Oh, jetzt zieht aber Mercado seine Deckung runter. Schauen Sie, da liegt auch der rechte Ellenbogen nur noch unten, weil da die Körpertreffer hinkommen. Der linke Haken von Balboa. Noch einmal. Richtung Leber. Und da ist da unten. Leberhaken, typischer Leberhaken. Da gibt es einen Krampf, der dauert so 12, 13 Sekunden, nicht länger. Aber er wird ausgezählt. Er wird ausgezählt. Nach einer Minute und 58 Sekunden der dritten Runde. K.O.-Sieger, der Weltmeister, der Titelverteidiger Julio César Balboa gegen Carlos Mercado. Und er hat das gemacht, was man tun sollte. Man soll im Ring nicht immer nur, wenn man Köpfchen hat, nach dem Kopf des anderen schlagen. Das muss nicht unbedingt der edelste Körperteil sein. Nein, man muss auch zum Körper schlagen und das zeigt er hier, Balboa. Nochmal die Zeitlupe. Das war's, liebe Zuschauer, für heute. Schauen Sie wieder rein, wenn es heißt Ringfrei beim deutschen Sportfernsehen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Hans-Joachim Rauschenbach. Ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us across the nation on Prime, we welcome you to the featured bout of the evening brought to you by Forum Boxing Incorporated along with Budweiser, the undisputed king of beers. This bout is sanctioned by the International Boxing Federation. The chairman is Robert Lee. Supervisor is the first vice president of the IBF, Jim Rondo. Along with the California State Athletic Commission, the chairman, William Eastman, commissioners in attendance, Jerry Nathanson and Carlos Palomino. Introducing to you the executive director, Richard DeCure. Presenting to you the judges as appointed for this world title main event. At ringside, we have Gwen Adair, Dave Nelson, and Fritz Werner. Presenting to you the referee in charge of this bout, he will be giving instructions after the introductions, Dr. James Jin Kin. All right, fans, here we go with the main event of the evening, the IBF Super Flyweight Championship of the World, scheduled for 12 rounds of boxing. Introducing to you first the challenger on my right, fighting out of the blue corner. He enters the ring wearing blue trunks with white trim, fighting out of and representing Mexicali, Baja California, Mexico. He weighed in at a ready 114 pounds with a record of 17 wins, 9 losses, and 2 draws. He has 8 wins coming by way of knockout. He is ranked the number 11 IBF Super Flyweight contender. Introducing the challenger, Jorge Luis Roman. And his opponent across the ring, on my left, is the defending champion, fighting out of the red corner, wearing white trunks with blue trim. He hails from Guaymas, Sonora, Mexico. His weight, a ready 113 pounds. His record, 21 wins, 4 losses, with 19 big wins coming by way of knockout. He is the IBF Super Flyweight Champion, tonight making his fourth defense of his title, introducing Julio César Balboa. Once again, here's your referee in charge. Now to give instructions, Dr. James Jin Kin. Yo. Yo. Tell them, let me see the mouthpieces. Okay, quiero verlo. El okay. You tell the gentleman both of them to obey my commands. Lo tiene que obedecer su la orden del señor. Okay, here. El referee. This is low blow beneath here. Debajo de esto es para abajo. Debajo de acá right? Es bajo. Trunks okay. High, low blow here. Okay. Aquí. Aquí yeah, arriba, okay. Exactamente, señor. Thank you. Okay. Shake hands. All right, the tail of the tape for these little guys. Balboa, the champion, is 5'3". Roman is an inch shorter, a pound heavier, 2 years older.
And of course, the champion with 2 inches advantage in the reach department. It's the IBF super flyweight title that Barboa has. And the only difference between their rules and that of California is that the IBF says you can't be saved by the bell in any round. California says you can be saved by the bell in the final round only. Other than that, the rules and regulations are the same. Blue and white seem to be the colors in vogue here tonight. In mostly white, trimmed in blue, is the champion Barboa. In the white and blue stripes, we have Jorge Luis Román. You know, Tom, I find the weight almost unbelievable. Román has fought his entire career practically at the 108 to 110 pound class. He's up six. and he weighs heavier weight tonight than Barboa. Yep. And in fact, he got a weight concession. You know, the limit on this in this weight division is 115 pounds, but in order to get the fight, he had the champion signed for 114. And as it turned out, Barboa.